Ja, ihr Leute, ihr mögt euch fragen, wie habe ich das geschafft, aber auf einmal ging die Leiter wieder. Ich find's total strange gerade. So, und ich hatte hier oben eigentlich so einen weißen Blutstrahl gesehen, Beutestrahl. Ich habe zwischendurch in grün gefunden. Total cool. Umgucken will ich mich hier sowieso noch. Einen grünen gefunden und ihr könnt mal gucken, ich habe eine komplette Lederrüstung da drin gefunden. Bin total happy. Aber jetzt sehe ich ihn gerade nicht mehr. Hier ist auch super dicht. Ich wollte mich hier oben ja sowieso mal umgucken. Das machen wir jetzt einfach mal. Entweder ich sehe ihn oder ich sehe ihn nicht. Da drüben ist wieder ein grüner, kein weißer. Das ist dann aber unten. Das ist nicht mehr oben. Hier Treppen, wo man hoch und runter kommt. Zumindest runter komme ich hier. Oder ist es ein blauer? Der ist noch gar nicht da. Der kommt erst noch. Nee, ist ein grüner. Bin ich jetzt unten oder bin ich noch oben? Das werden wir gleich mal rausfinden. Müssten wir da lang gehen und dann kommen wir da zum... Uiuiui. Waren sie das? Was ist denn hier los? Von Copies angegriffen. Ich wundert, ich nehme absichtlich die, weil ich weiß, dass ich wahrscheinlich viel Tierhaut brauche. Pflücken wir die Büsche, dann müssten wir hier ein bisschen besser sehen können. Ich glaube, das waren mindestens drei, oder? Ich habe doch erst gefühlt zwei erlegt. Okay, aber war sonst kein Problem. Da kommt der Lootstrahl. Ist hier noch mehr? Jetzt warten wir kurz. Im Zweifelsfall gehen wir dann erstmal da lang und gucken. Das ist eine Schildkröte, die ist harmlos. Achso, der letzte Grüne war richtig gut. Lederrüstung bekommen, richtig super. Gucken, sehen wir hier noch irgendwas? Nee. Keiner zu sehen. Schubs, da bist du. Inventar öffnen. Ein Raptorsattel. Okay. Ein Raptorsattel. Na gut, aber immerhin. Ja, so, das sind Sachen, die hat man dann alles gelernt. Noch nicht hier. Was, wie funktionieren denn Blaupausen? Na gut. Okay, so. Ich würde das erstmal orientieren. Einmal hier lang. Da geht es, glaube ich, nicht durch. Zwischendurch immer ein... nein, das wollte ich gar nicht. Ein bisschen was essen. Ja, und dann bin ich tatsächlich schon unten. Genau. Dann bin ich unten. Gucken wir mal in den Tal rein. Irgendwas. Holz, rohes Fleisch. Feuer anzünden. So. Ja, also da die Leiter mal funktioniert und mal nicht funktioniert. Also ganz so, wie sie gerade lustig ist. Was ich etwas blöde und schade finde. Habe ich jetzt allerdings auch keine große Lust, hier noch weiterzubauen und hier nochmal hochzubauen. Nachher funktioniert es da auch nicht. So, und öffnen. Einmal gegrilltes Fleisch haben wir schon. Das zweite Mal hat es nicht gereicht. Oder müssen wir einfach noch einen Moment warten. Feuer dürfte gleich von alleine ausgehen. Und ich glaube, es wird dann auch schon wieder Nacht. Zumindest nachmittags ist schon, oder vielleicht ist es auch nur so duster, weil es regnet.
So, genau, gegrilltes Fleisch. Feuer löschen, wunderbar. So, ich werde hier einmal Wasser gucken und werde einmal außen rum schwimmen. Und dann gucken wir mal. Ich war vorhin schon ein bisschen unterwegs mit meinen Tieren. Mit meinen Dinos. Dann werden wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen weitergehen. Das ist lustig, da steht einer. Der steht, glaube ich, im Wasser. Ja, auf so einer kleinen Insel. Sehr lustig. Jup. Ich habe nur noch einen Speer, das ist nicht gut. Ich nehme dich mal noch mit an Land, richtig. Das hilft's. Muss ich mir unbedingt mal neue Speere machen? Und dann vielleicht mal gucken, was wir noch so herstellen können. Was Sinn macht. Und vielleicht probiere ich gleich nochmal, ob es nochmal geht oder ob es schon wieder nicht geht. Und ich bin gerade echt verwundert. Aber es sieht schon echt auch interessant aus, muss man sagen. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen überladen mit dem Fisch. Einmal verdorbenes Fleisch ist verdorben. Das ist natürlich blöder. Hä? Wo ist denn du hin? Da unten? Komm noch mit. Ich hab doch so ein Kühlschrank-ähnliches Aufbewahrungsding. So. Aber das mit dem Loslassen ist gar nicht so einfach. So. Das hier. Zweimal Rohrfisch, na gut. Gucken wir einmal hier. Rohrfisch. Verdorbenes Fleisch. Eine Narkobeere habe ich nur einstecken. Aber Dave, du müsstest noch welche haben. Nein, das ist was anderes. Da oben. 1, 2, 3, 4. Hi. So, vier. Vier Narkobären. Narkosemittel. Ich habe ja ein paar Narkosemittel gebraucht, also sollten wir auch mal wieder ein paar bauen. So. Dann gehen wir einmal hier schnell ins Haus. Den rohen Fisch dazu und packen unsere anderen Sachen mal hier in den Schrank. Die Blaupause, unsere Rüstung, Stoffschuhe, Tierhaut, Fasern, Holz, Stein können wir auch einiges reinpacken und Stroh. Genau, so. Hier müssen wir dann noch eine, auf jeden Fall das wieder zumachen. Und ich werde, wenn ich schon mal hier bin, wir gehen gleich nochmal gucken, Leute. Komm ich hier hoch? So. Habt ihr gesehen? Hat funktioniert. Es ist echt merkwürdig. Wirklich total merkwürdig. Ich verstehe es nicht. Mal geht's nicht. Hier backt er immer noch rum. Stört ihn irgendwas? Aber das ist jetzt nicht mehr so schlimm, weil dann bin ich ja schon fast unten. So, jump. Okay. So. Wunderbar. Ich wollte mal gucken, ob ich irgendwas Neues, Schönes lernen kann, was ich brauchen kann. Fernrohr, Kompass, Parasaursappel habe ich. Zur Bewässerung bräuchte ich vielleicht
erstmal den Komposthaufen. Dann kann ich mir schon mal, wer ist das Zeug, Dünger machen. Weil der Dünger braucht ja eine Weile, bis er fertig ist. Komposthaufen. Die Stroh und Fäkalien in hochwertigen Dünger umwandelt. Lernen. So, gucken wir mal. Komposthaufen. Holz 50, Stroh 15, Fasern 12. Kiste. Fasern habe ich, Stroh habe ich nicht genügend. Okay, also Leute, ich werde dann jetzt erstmal wieder ein bisschen Farm gehen und dann geht's weiter. Bis gleich. Ja, liebe Leute, da bin ich wieder und die Nacht ist mal wieder reingebrochen. Und da ist nur eine Pflanze. Manchmal bewegt sich das so, dass man sich fragt, ist das jetzt ein Tier oder ist das jetzt eine Pflanze? Und ja, also die Nacht ist reingebrochen und ich habe einen Komposthaufen gemacht. Und ich möchte gleichzeitig mal gucken, ob ich in der Lage bin. Da habe ich wahrscheinlich nicht genug Holz. Holz. Also Holz habe ich irgendwie immer zu wenig, ja. Ich nur 34 Stein habe ich gesammelt. Ob ich ein Steinfundament machen kann. Ich wollte nämlich noch, jetzt machen wir mal, schmeißen wir mal hier, na komm, die Fackel an, die auch bald kaputt gehen wird. Juhu. Meine schöne Axt ist mehrmals kaputt gegangen. Also wirklich häufiger. Gerade wenn man dann Holz abbaut, dann geht die, nicht Holz, sondern Stein abbaut, dann geht die noch schneller kaputt, aber so ist das halt. So. So, okay. Das sollte jetzt auch funktionieren. Dann will ich mal gucken, ob ich da noch vernünftig irgendwie ein Holzfundament vorkriege. Rankriege. Ich bin erschöpft. Okay. Also, ich habe ja das nicht mit. Mal was essen. Nee, gucken erstmal, ob wir im Lagerfeuer noch was zu essen haben. Ich habe nämlich nicht mehr viel. Ja, zweimal gegrilltes Fleisch. Das verdorbene Fleisch nehmen wir raus und zweimal rohes kommt rein. Holz will ich dafür eigentlich nicht nehmen. Nehmen wir mal Stroh. Feuer anzünden. Ich muss nämlich gucken, dass ich genug zu essen habe. So, du kommst mal her bitte. Inventar öffnen. Also Holz, Fasern, nee, was war das? Steinfundament. Holz, Stroh und Stein. Fasern nicht, Stroh und Stein. Stein, da. So, herstellbares Steinfundament. Und dann gucken wir mal. Können auf jeden Fall den Stein lassen wir mal drin. Holz und Stroh ziehen wir mal wieder raus. Steinfundament mal da. Komposthaufen nach da. Wenn das funktioniert, würde ich nämlich hier noch Steinfundamente außenrum machen. Das funktioniert. Und dann hier auch noch eine Reihe, wenn das geht. Dass man davor noch eine Reihe Steine hat, quasi eine Steinterrasse macht. Ein zweites kann ich mir natürlich erstmal nicht herstellen, ist klar. Logisch. Stone Foundation schließen, aber du benötigst vermutlich auch, ja, 80 Stein, 40 Holz, 30 Stroh. Stroh ist nicht das Problem, der Rest schon. Du bist schon aus. Und zweimal gegrilltes Fleisch, Dankeschön. Und ja, so will ich das machen und dann eigentlich erst den Komposthaufen sozusagen hier vielleicht an die Seite stellen auf das Steinfundament. Also brauchen wir erstmal Stein und Holz. Klopp drauf, bis meine Axt irgendwann kaputt geht. Wird irgendwann der Fall sein.
Mir ist auch ein bisschen unklar, wann genau man Metall kriegt. Ob das einfach so total zufällig ist oder ob es da manchmal eine bessere Chance gibt. Zum Beispiel, wenn hier so ein Streifen durchgeht, hat man eine Chance. Ja, da ist sie kaputt. Was fehlt mir denn? Holz 1 und Stroh. Da, 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 da. So, wir tauschen mal Stein gegen Holz und Stroh. Und reparieren die Steinaxt. So. Was ich dann auch unbedingt irgendwann lernen will, ist. Vielleicht kann ich es lernen, ist jetzt schon mal. Wo finde ich es? Hier, den Schmelzofen. Holz, Stroh oder auch Zündpulver, lege unreine Ressourcen, genau. Damit kann ich Metall veredeln und kann dann mit dem, oh, das hab ich noch nicht. Mit der Werkbank mir nämlich besseres Werkzeug herstellen, wenn ich das gelernt habe. Schmelzofen kostet aber 21 EP, so viel habe ich gar nicht. Also erstmal hier weiter Steine hauen, bis der Arzt kommt oder so ähnlich. Und ich denke mal, ihr braucht da nicht die ganze Zeit zugucken. Da gibt es wieder so einen, aber der ist mitten im Wald. Und ich will nämlich nachts, traue ich mich nachts in den Wald? Die haben ja guten Loot, die Grünen. Da kann man ja nichts sagen. Richtig guten sogar. Aber reparieren wir mal. Reparieren wir mal. Wenn ich alle Tiere mitnehme, müsste das doch eigentlich gehen. So, Inventar öffnen, Stein. Ich habe 9 Steinpfeiler. Okay, wir gehen mal und gucken mal, ob wir da hinkommen. 8. Licht an. Und genau, ihr folgt mir noch. So. Und dann gehen wir da einfach mal gucken. Dave, was ist denn? Willst du nicht? Na, geht doch. Ja, weil mit denen zusammen traue ich mich dann doch in den Wald. Ich dachte eigentlich, ich hau jetzt erstmal weiter Stein und zeige euch das nicht, aber. So, jetzt ist nur die Frage, wo muss ich hin? Die werden das schon machen. Genau. So, und jetzt muss ich trotzdem mal kurz eine Pause machen. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, und da bin ich wieder. Das Telefon hatte gerade geklingelt. Da musste ich mal rangehen. Und jetzt gucke ich gerade hier mal Sandy. Ja, haben wir. So. Wo steckst denn du jetzt da? So. Jetzt ist die Frage, also, im Dunkeln sieht man gar nichts und vor allem, ich sehe nicht wo um alles in der Welt. Ich weiß noch nicht mal in welche Richtung ich renne. Aber hier kommt einer hinterher. Solange ihr hinterher kommt, ist gut. Dann fühle ich mich zumindest relativ sicher. Bist du ja da? Da? Und
hier hin. Ihr habt gerade ein bisschen Chaos angerichtet. Und ich stecke hier fest. Na toll. Komm ich hier raus? Lass mich hier mal raus. Also ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr, wo ich eigentlich hin muss. In welche Richtung. Und wo dieses Loot-Ding vom Himmel kam. Und ich habe auch keine Ahnung, wo hier der tote Dilo liegt. Haben sie den noch bis da drüben gejagt? Da liegt einer. So. Weg ist er. Okay. So, und weiter geht's. Irgendwann wird's vielleicht mal wieder hell und irgendwann werden wir rausfinden, wo wir sind. Da. Steckst du gerade fest? Scheint so. Ne? So, das sollte funktionieren. Dass du wieder frei bist. Also wahrscheinlich ist der Lootstrahl mittlerweile längst weg. Zumindest scheint da der Wald aufzuhören. Hier ist noch einer. Kommt mal mit. Trampel. Man sieht gar nichts. Sandy hat ihn gekillt. Stimmt, ich wollte mir eigentlich noch Speere herstellen. Fasern. Müssen wir schnell ein paar Fasern finden. Eine Schildkröte. Kann ich zumindest die. Kann ich zumindest die Lampe anmachen zum Fasern finden. So, gut. Hier liegt auch noch ein Toter. Kuh, kommst mal mit, Körper. Nicht, dass ich da jemand anderen noch verhaue dabei. So. Wie geht's euch eigentlich? Da bist du. Okay. Und hier beginnt ein neuer Tag. Und hier, muss ich sagen, war ich noch nie. Also, was immer das hier ist, aber hier war ich noch nie. Guck mal, das Trike hat da gerade irgendwas im Wasser bekämpft.
Wir können mal gucken gehen, was. Ich kann nicht da ja. Das Looten, das ist ein Raptor, oder? Das ist ein Dilo. Ein Raptor. Schön. Du bist auch tot. Schnell hier lang. Falls der Raptor kommt, dann habe ich zumindest ein bisschen Hilfe. Wow, wow, wow. Wie viele Fische gibt es denn hier gerade? Fischmania. Ist okay bei euch? Ja, oder? Das war jetzt kein Problem, denke ich mal. Sandy? Sandy ist auch da. Ja, alles in Ordnung mit euch, super. Ist hier noch irgendwo ein da? Also das gibt auf jeden Fall jede Menge Fisch. Jede Menge Fisch. Boah! Wie viel Fisch liefert mir das Ding denn? Krass. Echt krass. Fleisch zweimal, das ist okay. Du hast einmal Fleisch einmal, ist auch okay. Für dich habe ich immer noch keinen Namen und du hast nichts, aber ist auch okay. So. Was liegt denn hier rum? Fisch. Krass viel Fisch. Krass viel Fisch. So. Ich muss noch mal kurz eine Pause machen und wir sehen uns gleich wieder. So, liebe Leute, da bin ich schon wieder. Also ich habe ehrlich gesagt keine richtige Ahnung, wo ich bin. Und ich habe 40, 56 mal Fisch und rohes Fleisch und jede Menge. Das ist ziemlich cool. So, und ich denke, was wir jetzt machen werden, ist erstmal... irgendwo da. Ich muss mal einstellen, dass man auf der Karte sieht, wo man ist, falls jemand weiß, wie das geht. Wo bist denn du? Ach, du bist gar nicht Sandy. Ich dachte schon, hä? So, reiten. Und was wir jetzt machen, wir sind hier irgendwo aus dem Wald gekommen. Wir gehen jetzt einfach zurück in den Wald. Es ist neblig und wir hoffen, dass wir den Weg zurückfinden. Das ist, glaube ich, jetzt die beste Sache, weil solange ich nicht weiß, wo ich bin und wo ich eigentlich, also dieses... Lootbox vom Himmel, die ist vermutlich auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Aber solange ich nicht weiß, wo ich bin, sollte ich eher erstmal gucken, dass ich in vertraute Gefilde zurückkomme, bevor ich anfange, das weiter zu erkunden. Sonst, lande ich nachher irgendwo und finde nie mehr zurück. Naja, nie mehr wahrscheinlich nicht, aber es gibt ja auch dann Gebiete, wo noch deutlich stärkere
Tiere unterwegs sind. So. Ich glaube, hier ist. Ah, guck mal, da ist eine Lootbox. Okay, erstmal hier die Lootbox holen, bevor die weg ist. Alles nehmen. Okay, das war jetzt nicht so besonders. Aber okay. Schaden kann es nicht. So. Wo liegt ihr denn jetzt hier? Ach, Manu. Da. So. Hallo. Dave, du kommst auch. Schön, dass du auch kommst. So, ich glaube fast. Hier war irgendwo. Oder nee, in die andere Richtung war irgendwo diese Höhle. Und vielleicht habe ich mich auch gerade völlig verlaufen, aber hier vorne ist zumindest wieder der Wald zu Ende. Okay, hier waren wir auch noch nicht. Doch. Na, noch nicht ganz, aber in der Nähe. Ich weiß jetzt, wo wir sind. Okay. Ich weiß, wo wir sind. Wir können einfach hier außen rum gehen. Da drüben ist nämlich die Insel, wo es nur diese Felsen gibt und keine Büsche und so. Deswegen können wir jetzt einfach hier rumgehen und kommen dann zu unserer Basis. Wunderbar, ganz toll. Ja, eigentlich guckt euch mal die Schildkröten da oben an. Das ist ja interessant. Was machen die denn da oben? Eigentlich wollte ich ja Steine sammeln für mein zweites Steinfundament. Ja. Und ich denke, ich werde das auch machen, aber erstmal. Kommt ihr? Seid ihr denn alle? Stina? Komm. Stina, der Dilo, Sandy. Und wo ist Tom? Ist Tom irgendwo hängen geblieben? Ach, Mano, manchmal sind diese Dinos schon etwas. Dave, Stina, Dilo. Müssen wir Tom suchen gehen. Oder habe ich den im Kampf verloren? Kann ich mich eigentlich nicht dran erinnern? Dachte, es wären alle noch da. Okay, ihr könnt jetzt im Video zurückspulen. Da, Tom. Siehst du, alle noch da. Kommst du es, Tom? Ich weiß nicht, was du da machst, aber komm mal bitte mit. Ja, so. Klemmst du hier irgendwo fest? Ja, so. Hier ist irgendwo der Strike. Ach, Mano. Gar nicht so einfach mit den Dinos. Wo ist denn jetzt Dave? Da, Dave.
Dave klemmt hier fest. Also, ganz ernsthaft, wie der da festklemmen kann, ist mir ein Rätsel. Ja. So. Fertig. Freit und ab nach Hause. So, dann werde ich erstmal Fleisch ins Feuer packen und Fisch in den Gefrierschrank packen. Stina, Tom und... Da kommt er. Okay. So. Fleisch, vielleicht nicht alles, aber die Hälfte packen wir da auf jeden Fall rein. Genau. Ihr bleibt nur alle stehen. Wir machen mal noch auf jeden Fall... Das verdorbene Fleisch verdirbt nämlich auch irgendwann. Wir machen noch die Narkosemittel. Verdorbenes Fleisch. So. Narkobären kommen wieder zu Dave. Der trägt die ziemlich gut. So. Den Rest bringen wir erstmal zum Kühlen weg. Und dann gucken wir mal. Nee, das war hier schon. So. Da ist auch einmal was verdorben. Fleisch rein. Fisch. 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 Gut. Wie viel passen hier eigentlich rein? 6 von 12. Also 12 Stück passen da insgesamt rein. Okay. So. Gleich noch einmal Narkobären, Narkosemittel machen. Ach, ich muss da unbedingt dann auch eine Wand noch machen. Also eine Decke machen, sonst wird das irgendwie nichts. Und dann reite ich wieder. Ja, yeah, Mano. Ich glaube, es reicht langsam hier erstmal mit Spielen. Ich danke euch fürs Zuschauen. War ein bisschen kuriose Folge. Ja. Aber, ja. Wir haben uns ganz gut geschlagen im Wald auf jeden Fall. Haben jetzt nichts Besonderes gefunden, aber haben was gefunden. Und, ja, dann werde ich mal sehen, wie es weitergeht. Gucken wir mal, ob wir noch ein schönes Abschiedsfoto machen. Vom Lagerfeuer hier. Axt stecken wir weg. So. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.